10 Jahre jung und nachgefragt wie eh und je. Das ist der Bewerb sicherster Motorradfahrer, den die ÖAMTC Fahrtechnik gemeinsam mit der HDI-Versicherung und Partnern seit 10 Jahren erfolgreich durchführt. Zum einen sind die 10 Jahre der Beweis für die Kontinuität der Aktion und vor allem des Engagements unserer Partner HDI-Versicherung und Honda. Und zum anderen können wir in der ÖMTC Fahrtechnik mit unseren 8 Fahrtechnikzentren eine österreichweite Aktion darstellen und aus den Teilnehmern an den Trainings in allen Bundesländern die Finalisten dann ermitteln. Ich gratuliere der ÖMTC Fahrtechnik und allen unseren Kooperationspartnern zu 10 Jahren Österreichs sicherster Motorradfahrer. Es ist die größte Verkehrssicherheitsaktion für Zweiradfahrerinnen in Österreich und es soll ganz einfach Leute dazu anspornen, wenn sie gerne Motorrad fahren, dass sie es auch sicher machen und dass sie sich insbesondere zu Beginn der Saison mit einem Aufwärmtraining oder mit einem Fahrsicherheitstraining wieder mit ihrem Zweirad vertraut machen. Und die Aktion zeigt, dass viele dieses Angebot gerne annehmen. Sicherheitsbewerbe wie der sicherste Motorradfahrer sind aber auch heute wichtig. Denn während die Zahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr in den letzten 30 Jahren um fast 3/4 zurückgegangen ist, ist sie bei MotorradfahrerInnen nur um 6% gesunken. Jeder Unfall ist natürlich einer zu viel. Unser Bestreben muss es sein, diese Unfallzahlen nach unten zu bringen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass heute viel mehr Motorradfahrer unterwegs sind als früher. Und somit wäre die konstante Unfallzahl auch ein Beweis dafür, dass nicht mehr Unfälle passieren, aufgrund der Tatsache, dass eben so viele Motorräder unterwegs sind. Aber wie gesagt, mit unseren Trainings bei der ÖMTC Fahrtechnik können wir dazu beitragen, die Unfallzahlen nach unten zu bringen und vor allem die Folgen dieser Unfälle. Ziel muss es sein, unverletzt, auch wenn einmal ein Sturz passiert, auszusteigen. Es ist also noch viel zu tun, um das Motorradfahren noch sicherer zu machen. Genau das ist auch einer der Gründe, warum die HDI-Versicherung von Beginn an beim sichersten Motorradfahrer Partner ist. Also HDI ist einer der größten Motorradversicherer in Österreich und Prävention ist uns immer schon wichtig gewesen. Und ich glaube gerade im Motorradbereich, auch bei den Zulassungszahlen, wenn man sich das ansieht und bei der Verkehrsstatistik, ist es ganz wichtig, hier natürlich auch präventiv zu arbeiten. Neben den Schäden, die wir damit verhindern wollen und deswegen unterstützen wir das gerne. Und mit dem ÖMTC haben wir natürlich auch einen wirklich tollen Partner für diese Aktion. Und für alle, die sich jetzt überlegen, beim sichersten Motorradfahrer 2024 mit dabei sein zu wollen, beschreibt ÖAMTC-Chefinstruktor Motorrad Georg Scheiblauer diesen Fahrsicherheitsbewerb im Überblick. Wir suchen den besten Motorradfahrer, die beste Motorradfahrerin auf ihrem oder seinem Motorrad. Das heißt, die beste Kombination ist gefragt. Dazu gehört eine gute bis sehr gute Fahrzeugbeherrschung, weil das beim Motorradfahren ganz, ganz wichtig ist, dass man selber alles sehr gut unter Kontrolle hat, um mehr Konzentration für den Straßenverkehr überzuhaben. Teilnehmen können alle Motorradfahrerinnen, die beim ÖMTC ein Fahrsicherheitstraining besuchen. Das geht das ganze Jahr über in 8 verschiedenen Zentren. Mitmachen zahlt sich aus, denn die Siegerin oder der Sieger fährt auf jeden Fall mit viel mehr Fahrsicherheit, aber auch mit einer neuen Honda CB57 Hornet nach Hause. Das ist die neue Honda CB57 Hornet im Wert von 8.690. Es ist der Hauptpreis dieses Jahr bei der Rückkehr der Legende der Hornet, die dieses Jahr wieder die Markteinführung feiert. Bietet sich natürlich zum 10-jährigen Jubiläum das als Hauptpreis am besten an. Alle Infos zum sichersten Motorradfahrer und wie Sie sich für den Bewerb anmelden können, finden Sie auf oeamtc.at.